sind zurück bei Mass Effect 2. Ich muss jetzt nochmal schauen, gab es hier eine Abzweigung, wo es eventuell zu Liaras Büro gab? Haben Sie nichts Schickeres? Weil da hinten, da ging es zwar noch, wenn man das hier sieht, da ist noch, na, eine Bar. Aber ich habe halt generell nicht viel Geld. Ich würde gerne schon mal zu Liara gehen. Ich würde gleich mal vermuten, dass sie in der Administration ist. Guten Tag. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Und du bist wer? Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für sie zu arbeiten. Also ist die hier recht respektiert. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie ihnen erzählen, nicht ich. Ja, okay. Mehr hast du auch nicht zu sagen. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Eventuell. Kann ich also hier einfach rein? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinem Gedanken. Shepard! Nixeris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Oh. Ja, war's kein Küsschen? Meine Quellen sagten zwar, dass Sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Was für Quellen hast du denn da? Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit Sie... also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Kannst du da eventuell mitkommen? Wenn Sie das wissen, ist Ihnen sicher auch bekannt, dass ich Ihre Hilfe brauchen könnte. Ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Kann ich dir helfen und dann kommst du mit? Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den 2 Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen, ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Ilium die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Informationen beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Und warum kannst du das nicht alleine? Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Das klingt nicht gerade legal. Worum geht es hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Ilium. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Dann ist es perfekt, darüber zu reden, nicht? Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Und ich glaube, ich bin auch auf der Suche nach 2 Leuten. Und du hast ja Informationen. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Warum wird die überwacht? Warum muss sich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil.
Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Ja, mal schauen, ob ich Dara finden kann. Also, was hier alles zu machen ist. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Ja, stinkende Sachen, wunderbar. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Ilium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken... Ja. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Wir reden später, Liara. Na gut. Mit Serena in der Frachttransporten, dann mit Überwachungsoffizier Dawa im Transportzentrum, Sicherheitsknoten hacken und... Finden Sie heraus, wobei Lehrer Hilfe brauchen. Das war wohl erst danach. War in dem Raum noch was? Nö. So, erstmal auf die Karte schauen. Da wird aber sonst nichts. Also die Namen werden nicht angezeigt. Ich weiß aber noch, also Transport und Fracht wollen wir anscheinend hin. Und Überwachungsbüro. Ist da hinter mir der Durchgang? Das hier ist Shipping. Das könnte sogar eventuell hinkommen. Da war ja, glaube ich, das Frachtbüro oder Transport. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Nassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Was? Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Entschuldigung, ich habe dein Handy nicht gesehen. Hast du da irgendwo einen Knopf im Ohr, den ich nicht gesehen habe? Ist so dunkel, kann ich nicht sagen. So, die stehen hier einfach nur rum. Wir sind aber im Transportbereich. Schau nochmal. Da sollte es zumindest eine von den nächsten Leuten geben, mit denen ich reden will. Hier geht es dann wieder hoch. Was haben wir hier? Hier stehen noch welche rum. Ja, aber haufenweise. Ja, hier sind mal ein paar Menschen. Ah, hier, guck mal, da haben wir... Welche ist das? Die hier ist Serena. Das war eine von denen, mit denen wir sprechen wollten. Serena? Wer will das wissen? Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krios. Tanner, machen Sie für mich weiter. Hier rüber. Ah, da wird sie ganz freundlich. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Nassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Ja, das war mal die Sicherheitsexpertin von dem Ziel, von unserem Ziel. Wer ist sie? Eine reiche Spekulantin mit höchst unangenehmem Naturell.
Sie hat ihre Konkurrenten und Regierungsbeamte getötet. Sie soll sogar ihre eigene Schwester umgebracht haben. Wenn jemand den Tod verdient, dann sie. Ja, also jetzt hier auch noch auf Meradisch tun und nicht nur auf Geld und so. Wenn Sie dort gearbeitet haben, müssen Sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Mhm. Also, wo finde ich Thane? In den Dantius Towers, Penthouse von Turm 1. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Kannst du uns da irgendwie reinbringen? Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Haben wir da noch was zu untersuchen? Der Grund für Unterstützung ist, dass du die Nassana als nicht sehr nett empfindest, angeblich. Sie bieten einfach so ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen und Nassanas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nassana umzulegen, aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Mhm. Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe, und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb, um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nassana umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Na gut, dann würde ich doch mal sagen, wenn wir schon mal hier sind. Dann lassen Sie uns gehen. Gut, ich habe diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Sehr schön. Ich will erstmal schauen, ob was ich hier so rekrutieren kann, bevor ich mich um Mivendas Loyalitätssachen kümmere. Damit wir auch ein paar neue Leute zur Auswahl haben. So, hier kann ich nochmal wählen. Das hat sich noch nicht so geändert. Ich will nochmal schauen. Das war das Alte, das war das Neue. Ja. Ist alles kaputt. Du bist Sniper. Und du hast eine Drohne, also eher was. Ach ja, ich glaube, das sollte schon passen. Also, da wird sich noch nichts getan haben, genau. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Und rekrutieren. Da sind sie, die Dantius Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen, aber es ist ihre beste Chance. Warum sparen wir uns nicht die Zeit und fliegen mit dem Shuttle rauf? Weil Söldner mit Raketen genau darauf warten. Sie kämen vielleicht bis auf halbe Höhe, bevor man sie abschießen würde. Außerdem nimmt ihr Attentäter garantiert einen anderen Weg. Unauffällig ist die bessere Lösung. Also über den Turm. Noch einen letzten Hinweis zu den Türmen? Die Eclipse-Söldner haben sich mittlerweile bestimmt gut verschanzt. Sie wollen Nassana keinesfalls enttäuschen. Es gibt keine automatische Verteidigung oder Fallen. Achten Sie nur auf alles, was sich bewegt. Also alles umbringen. Also gut, gehen wir es an. Moment. Ja, Eclipse war vorhin die einzige Gruppe, die ich nicht erwähnt hatte. Sie haben nicht viel Zeit, man wird Sie früh genug willkommen heißen. Viel Glück, Shepard. Da hoch und dann rüber. Na toll.
Okay, die kommen zu uns. Ich nehme jetzt erstmal Sniper. Mal schauen. Hatten wir hier irgendwelche. Hier Panzerrechnermuni nimmst du. Der Rest ist egal. Aber ich will hier gerne noch mal kurz das draufpacken. Oh, da war noch eine Scheibe. Das ist natürlich doof. Ja. Oh, du lebst noch. Ich sehe gerade, ich habe gar nicht so viel Schüsse hier. Ich habe immer gedacht, wenn ich zwischendurch mal auf dem Schiff war, dann habe ich wenigstens am Anfang volle Muni. Aber dem scheint nicht so zu sein. Sagen bitte, dass ihr direkt was habt fallen lassen. Sieht jetzt erstmal nicht so gut aus. So, erstmal nehmen wir das mit. Und hier haben wir ein sicheres Terminal. War das da eins von diesen Sachen für Liara? Nee, war es nicht. Codesegmente. Na gut. Nein, hier. Das. Und das. Hatte ich da jetzt mehr Zeit? War das hierbei schon? Auf jeden Fall gab es Credits. Sonst liegt hier aber nichts rum. Das kann ich übrigens mal machen. Weiß nicht, ob ich eben schon gemacht hatte. Oder ob die, ich glaube, nach dem Aussteigen steigen aus dem Schiff noch nicht. Sieht hier insgesamt nicht so sehr snipermäßig aus. Deswegen wechsle ich einfach mal hier rauf. Was für Feinde kommen? Kommen hier dann. Ja, die Eclipse waren. Doch, die hatten immer recht viele Mechs, ne? Könnte eventuell sein. Das hier ist allerdings ein Arbeiter. Hilfe! Er ist noch am Leben. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Was denn da los? Wer hat Ihnen das angetan? Und warum? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Mechs geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Sie haben sie einfach angegriffen? Ja. Wir waren zu langsam. Es war schrecklich. Alle haben geschrien. Die Söldner sagten... Es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann... Die Hunde. Er wird nicht überleben, wenn wir ihm nicht helfen. Ich kann nicht atmen. Ja, das sollte die Schmerzen lindern und sie am Leben halten, bis Hilfe eintrifft. Danke, das hilft. Sehr. Lassen Sie sich Zeit. Ich glaube, es geht mir besser. Finden Sie die anderen Arbeiter. Helfen Sie ihnen. Hast doch bestimmt jetzt aus Dankbarkeit ein paar tolle Informationen für mich. Zum Beispiel über Nassana. Warum sollte Nassana ihre eigenen Arbeiter töten? Für sie sind wir entbehrlich. Aber mir war nicht klar, dass sie so skrupellos ist. Meine Freunde, Kollegen, niedergemetzelt. Sie sprangen von den Vorsprüngen, um den Hunden zu entkommen. Na, ja, ist die Frage, was dann angenehmer ist, ne? Wissen Sie, wie viele Söldner Nassana hat? Viele. Dutzende von ihnen haben den ganzen Tag hier patrouilliert. Je weiter sie raufgehen, desto mehr werden sie treffen. Das ist sehr schön. Ich muss rauf zum Penthouse. Vorschläge? Nehmen Sie den Wartungsaufzug in die oberen Etagen. Die Brücke zwischen den Türmen ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie vorsichtig sind, achten Sie auf die Söldner. Die sind überall. Mhm. Sie müssten hier sicher sein. Total. Danke. Das vergesse ich Ihnen nie. Den Fahrstuhl nehmen. Das machen wir doch glatt. Bisschen Vorbild. Schön da draußen eigentlich, wenn da nicht die Gefahr wäre.
da Garrus hier die Tür aufgemacht hat, wird es hier auf jeden Fall weitergehen. Schön. Hier habe ich nicht so viel Deckung. Erstmal. Mach ich. Na. So muss es sein. Der ist vielleicht schon hinüber, aber da ist noch einer. Der war zwar nicht synthetisch. Kommt da noch was? Glaube erstmal nicht. Ich hätte gerne so ein bisschen Mundi. Doch, warte mal. Immer noch ganz spannende Musik. Hinten sehe ich zumindest einmal Muni. Ja, erstmal schauen, ob hier noch was kommt. Scheint jetzt erstmal nicht so. Da wird geschossen. Sieht er uns schon? Wo will ich mich hier am besten verstecken? Hier vielleicht? Oh, schön in den Bauch. Ui, wie gut, dass ich unsere eigenen Freunde, glaube ich, nicht anschießen kann. Fordere Unterstützung an. Ja komm, fall doch um. Echt nicht? Nein. Nein! Es waren total viele unnötige Schüsse. Ja, vorwärts Eclipse oder rückwärts Eclipse. Treffer ereignet. Offline. Wir brauchen einen Sanitäter. Ja, Sanitäter helfen euch nicht mehr, glaube ich. Und unten bleiben. Nee. Systemversagen. Perfekt. Ich erwische sie mit einem Wurf. Ach Gott. Gib mir bitte Money, Money, Money. Du gibst mir keine Money. Oder frühestens, wenn du tot bist. Nein. Warte mal. Das sind Menschen. Beziehungsweise. Noch kann ich keine Muni einsetzen. So. Noch einer? Oder ist der schon umgefallen? Ich glaube, der könnte schon umgefallen sein. Dann würde ich sagen, hier wagen wir uns in der nächsten Folge dann weiter vor. Und ich glaube, das gibt sehr viel Geballer.